Ich verlor auch eine Festung. Korrekt aus dem Feuer. Ha! Geil. Fette Sache. Okay, war ein guter Vogel. Feiner Vogel. Matte Blut? Mhm. Ich denke mal für den Schmied. Oder für das Schlafzimmer. Hier. Und ein Menschenbild. Geile Sache. Hier, hast du mal eine matte Glut? So. Wir reisen jetzt noch nicht. Wir verbrennen noch nichts. Zaubereinstellungen können wir auch nicht machen. So. Wir haben auch noch einen Ring gedroppt gekriegt. Da. Erhöht körperliche Angriffe. Geile Sache. Nehmen wir. Was haben wir noch gekriegt gehabt? Haben wir noch eine Waffe von dem? Nein, da haben wir nur die Keule gekriegt gehabt. Genau. Düb, düb, düb. Düb. Düb, 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 düb. Okay. Schild haben wir auch nicht. Die Estus Flakons brauchen wir auch nicht. Wir haben da auch nochmal Seelen. Seelen des Verfolgers. Okay. Ja, ich weiß halt noch nicht so genau. Wir können die Seelen ja immer noch dazu verwenden, auch irgendwas außerordentlich Wertvolles zu herzustellen. Da habe ich jetzt aber auch noch keine Peilung, was das sein soll. Ob man die vielleicht aufheben sollte und nicht so greedy nach den Seelen sein soll. Und ja, ob man da irgendwie warten sollte, bis man da irgendwie mal was Vernünftiges, Fettes craften kann, und dann muss man die als Material einsetzen oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein will. Aber ich habe da hinten auch den Ordner nicht nachgeguckt, deswegen gehen wir mal hier weg. Wir gehen jetzt erstmal leveln, weil wir haben ja jetzt hier eh das Leuchtfeuer aktiviert. Jetzt knallen wir erstmal die Seelen raus, weil mir ist das ein bisschen zu gefährlich. Also, und ich wollte noch gucken, was eine Matte voller Glut ist. Oder eine matte Glut. Was ist das? Mal sprechen. Komische Mann. Titanscholle. Aha. Bleistein. Aha. Da. Leningrads Schlüssel. Achso, da war der Schmied. Der Soldatenschlüssel. Das Licht verstanden. Ah ja. Hat man nicht gerade noch einen Schlüssel bekommen gehabt? Habe ich da nicht gerade irgendwie was von gelesen? Aber egal, wir gucken jetzt erstmal leveln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich leveln soll. Auf jeden Fall wollte ich Belastung hoch machen. Und dann auf Stärke gehen, damit wir das Mondschwert da mal nutzen können. Wie viele Level haben wir denn? 3. Machen wir das mal so. Weil Belastung ist schon ganz gut. Weil ich habe schon gemerkt, dass wir ziemlich langsam an unsere Grenzen stoßen. Und wir immer fettere Sachen finden, die immer schwerer sind. Und dann irgendwann sind wir schwach, wieder laufen wir wie so eine Kröte herum. Dann benutzen wir nochmal so ein Menschenbild. Und wir benutzen noch einmal diese Seelen. Scheiß drauf, wir benutzen die einfach. Wenn ich da mal irgendwie was finden sollte, wofür man die craften könnte, dann kann man das Spiel auch nochmal durchspielen. Weil, Alter, wir haben schon wieder 12.000 Seelen. Korrekt. Da ich ja die ganzen NPCs verprügelt habe, die wir bis jetzt so getroffen haben, weiß ich nicht, inwiefern wir dadurch... Ne, da wollte ich nicht hin. Obwohl, könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Aber das machen wir später. Ob wir dadurch Nachteile haben. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so genau. Ich vermute schon fast, dass sich dadurch irgendwelche Nachteile zeigen werden.
So, da oben, glaube ich, waren wir zuletzt. Da gehen wir auch gleich noch mal hin. Dann gehe ich mal nicht ans Vogelnest. Wir quatschen mal mit dem. Weil ich will mal gerne wissen, ob wir hier die diese matte Glut dem geben müssen oder können. Da hat er nix. Da hat er auch nix. Da auch nicht, was ist das? Achso, Reparaturpulver. Okay. Waffenrüstung reparieren. Reparieren müssen wir nichts, weil wir am Feuer gewesen sind. Verstärken. Die können wir nicht mehr verstärken. Dafür fehlt uns eine Titanium-Scheibe. Titanit-Scheibe. Ja, mit Verstärken will ich auch nicht, weil hier ist ein viel stärkeres. Die Peitsche. Na gut, die scaled mit A, ne? Aber die war auch noch recht schwach. Naja, das machen wir auch noch nicht. Weil mit dem Verstärken bin ich eher noch so ein bisschen vorsichtig, weil wir finden so viele neue geile Sachen noch. Und dann haben wir vorher die ganzen Scheiben da alles schon rausgeschmissen für nix und wieder nix. Und wir stehen dann irgendwann da und müssten die fetteren Klamotten aufleveln. Und dann haben wir dafür nichts mehr. Das ist natürlich dann auch scheiße. So, jetzt wollte ich mal eben gucken. Was können wir jetzt tragen? Wir können jetzt 60 tragen. Ich will nämlich mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt mal 3. Boah, guck mal, da bin ich schon bei 81. What the fuck? Nein. Hallo. Nicht entfernen. Wo wollte ich denn jetzt hier? Hilfe. Mal gucken, was da unten ist. Das ist maximale Bo. Da ist Gewicht. Da auch nochmal rein. Aber jetzt kann ich nicht sehen. Von 0 Gewicht auf 15 steigt der oder wie? Na gut, aber wir können das ja eh noch nicht tragen. Aber auf jeden Fall brauchen wir dafür noch einiges an Robustheit. Wobei, ach, an Belastbarkeit. Wobei wir dann erst bei 46 wären. Das ist ja noch nicht mal so tragisch. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, Feuer und Magie ist der schlechte, aber sonst gibt er alles bessere Werte. Unser Alter hat 3. Der hat 7. Das wäre jetzt nicht so unbedingt viel mehr. Aber davon geht übelst Rüstung hoch. Wir nehmen die jetzt einfach mal. Und hier haben wir sogar weniger Gewicht. Achso, aber auch schlechter. Ach, da haben wir noch gar nichts Besseres. Schuhe haben wir auch nichts. Rüstung können wir die nehmen, aber dann sind wir auch, glaube ich, schon wieder zu schwer. Die ist sogar noch besser wie die, ey. Mal, ob wir dann zu schwer sind. Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, wir lassen die mal an. So, habe ich jetzt noch irgendwelche Seelen, die ich nur nehmen kann oder so? Nee. Sieht nicht danach aus. Vorübergehend Blitz, bla bla. Bla bla. Bla bla. 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 Bla 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 bla. Okay. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Das können wir noch nicht tragen, das Schild. Rüstung, das habe ich ja jetzt gerade alles nachgeguckt. Gut. Ah, stopp. Eins will ich noch gucken. Da. Was steht da? Ja, was können wir damit machen? Ist die Frage. Auswählen. Können wir nichts mitmachen. Gut, lassen wir das. So. Wir reisen dann erst wieder zu den Kardinalsturm und schauen nochmal, was da hinter dem Boss so abging. Wo ich ja dann vor dem Vogel entführt worden bin.
ob da noch irgendwie Verstecke sind. Hier runter. Wenn dem nicht so ist, dann sehen wir zu, dass wir in dem neuen Gebiet, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie er heißt, wie es heißt. Aber dann gucken wir, ob wir da mal weiterkommen. So, easy. Naja gut, die Beweglichkeit geht noch mit der Rüstung, aber wenn wir dadurch weniger einstecken, ist das schon mal ganz gut. Dann kann man mit dem etwas langsameren Bewegen sich abfinden. Springt er da runter? Ja. Zack. Ja. Ich habe mir nebenbei nochmal ein paar Dark Souls 1 Let's Plays, alltägliche Frucht, angeschaut. Giftresistenzen, okay. Und da habe ich dann nochmal gesehen, wie das richtig mit diesem Backstep-Angriff geht. Und habe das dann nochmal zwischenzeitlich ein paar Mal hier ausprobiert. Im ersten Part hat auch meiste Zeit ganz gut geklappt. Ich werde jetzt mal versuchen, das öfter so ein bisschen einzubinden. Ich glaube, mein Fehler war einfach immer, dass ich noch zu lange geblockt hatte, wo ich hinter ihm stand. Oder vorerst noch geblockt hatte und der dann das nicht gemacht hat, weil man muss eine kurze Zeit lang aufgehört haben mit dem Blocken. Damit der das macht. Und ich glaube, das war immer so mein Fehler, wo ich das nicht auf Kette gekriegt habe. Aber jetzt. Jetzt kriege ich es wohl auf die Kette. Ich denke mal, da können wir runterspringen. Möchte ich aber auch noch nicht ausprobieren. Da oben war nur das Vogelnest. Machen wir die mal hier zu Brei. Ja, genau, der trifft mich ja noch direkt. So. Gegenstand aufheben. Lebensstein. Untersuchen, passiert nichts. Der hat also keine Früchte. Hier geht es auch nicht weiter. Okay. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ich dachte, hier ist noch irgendwie was. Ob das jetzt nochmal mit dem Vogel funktioniert? Da ist nichts mehr, was man irgendwie erkennbar machen kann, dass man da hinkommt. Na, schauen wir da nochmal runter. Also für mich sieht das so aus, als wenn man da runterspringen könnte. Problem daran ist nur, ich glaube nicht, dass da irgendwie was ist. Doch, da unten liegt was. Aber wie komme ich von da aus wieder weg? Wäre die Frage. Aber wir springen da jetzt einfach mal runter. Ich will hoffen, wir haben genug HP. Ach, easy. Auf der Ebene ist nichts mehr. Dann springen wir da auch nochmal runter. Jetzt sieht man unser Gesicht gar nicht mehr. What the fuck? Geile Sache. Mal ein Komplett-Set gefunden. Mega fettes Versteck. Erstmal gucken wir uns das Schwert an. Das fühlt sich an, wenn ich mich vor meinem Stuhl hochlehne. Als wenn ich mir die Haut davon abziehen würde. Oh, ein Bastardschwert. Dieses Schwert ist ein Bastard. Da, Drangleic-Schwert. Aha. 25 Stärke. Boah, guck mal, das hat fast genauso viel Angriff. Und ist viel leichter wie dieses Mondschwert. Und braucht auch weniger weniger Stärke. Also ich gehe mal fast davon aus, dass wir das benutzen werden. Großes Schwert von Hauptmann.
Aha. Okay. Ey, cool. Wir können das Sch Schild sogar schon tragen. Und das ist wesentlich besser wie unseres. Dann benutzen wir das. Machen wir das raus. Benutzen das. Oh je, wir werden aber immer schwerer. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ja gut, wir könnten aber jetzt hier nochmal auf die Rüstung wechseln. Also gucken erstmal. So, und jetzt zurück. Ach so, müsste ich da runterspringen. Ah, aber da ist wieder ein fette Vieh. Na gut, scheißegal. Oh, der ist sogar schon aggro. Geht hier noch was? Kebab geht ab. Da ist nichts mehr. Da auch nicht. Okay. Wo ist der Turtle? Oder hin? Macht er da hin? Voll am Ausrasten, der Dude. Oh. Keine Ausdauer. Autsch. Die Viecher machen echt noch mega Schaden. Ach ja, ich habe total vergessen, dass wir jetzt viel schwerer und langsamer sind. Und ich habe mich gewundert, warum der mich sonst nie mit der Rolle getroffen hat. Und jetzt auf einmal trifft er mich. Ah, ich wechsle, glaube ich, erstmal die Rüstung noch. Weil wir sind zu langsam, das macht keinen Sinn. Selbst so sind wir noch recht langsam. Aber so sollte es erstmal funktionieren. Also müssen wir auf jeden Fall erstmal noch mal ein paar Punkte in Belastbarkeit reinpacken. Damit wir weiterhin agil bleiben. So, wir nehmen wieder den Vogelexpress. Wenn der jetzt noch mal funktioniert. Korrekt. Ja, vielleicht kann uns der Vogel ja auch dann, also an dem einen Nest, ich weiß nicht, ob ich mich da drauf gestellt habe, da an dem Tutorial-Level, vielleicht kommt da auch so ein Adler und schifft uns irgendwo hin. Müsste man vielleicht nochmal hinfahren. Ich glaube, das machen wir mal, wenn wir nächstes Mal leveln gehen, gehen wir da nochmal hin. Vielleicht haben wir bis dahin sogar nochmal so einen seidigen Stein. Vielleicht kann man den damit dann auch freischalten, dass man erst den seidigen Stein geben muss und dann kommt so ein Vögelchen und macht mit uns Sex, fliegt uns irgendwo hin. Entschuldigung. So. Ja, ich habe auch gemerkt, man hört es in den Videos. Ich kann das leider nicht sensibler einstellen. Weil ich ein kleiner Vollaffe bin. Vollidiot und so. Also dieses Zischen ist von meiner E-Zigarette. Man hört es leider, aber ich denke mal nicht, dass das störend ist. Hat der gerade gepisst? Pisser. Steht da unbemerkt. Denkt sich, kann mal schön den Lümmel rausholen und da hinschiffen. Schimmernder Lehmstein, große Titanitscherbe, okay. Und dann huscht da so ein Ritter am Fenster vorbei. So, aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Da ist eine Leiter. Weil ich will erstmal gucken, was mit diesem Mackerchen da abgeht. Kriegen wir den von hinten angemurkst. Uns so anschleichen. Nein. Was macht der? Der will Feuer. Oh, oh, der macht Schaden. Weg hier. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht weg. Porten. Gib alles, Kollege. Feuer. Feuer. Oh. Oha. Oha, weg. Boah, der kann da sogar rüberwerfen. Nein!
Komm, ich oder du, du Hundesohn. Ich hab gewonnen. Wie viel Seelen gibt der? Ey, warum kann ich das nicht mehr sehen, wie viel Seelen der gibt? Okay. Habe ich das ausgestellt? Ah, Spieloption? Hallo? Und was geht? Ich kann es nicht ausstellen. Wieso ist das dann so? Bildschirmoption. Da, Blut ein. Hab, immer anzeigen. Hä? Siegteland, warum geht das nicht? Aha. Komisch. Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Ja, der war mir jetzt aber ein bisschen zu sexuell.